Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Wir machen jetzt mal ein bisschen eine Säuberungsaktion hier in dieser Höhle um pestkranke Wüste und Lianaschus und so und vor allen Dingen Miafra zu erledigen. Also ich wollte Miafra erwischen. Hört doch auf. Hört doch auf, ihr blöden Vegetarier. Hört doch auf damit. Oh, wow. Die Wichte sind auf jeden Fall alle mal weg. Jetzt aber, das kann nicht alles gewesen sein, oder? Das war jetzt alles? Dafür hat er so einen Aufriss gemacht? Okay, wir gehen jetzt trotzdem einmal die ganze Höhle ab, denn hier könnten ja... Manchmal verbergen sich ja eben halt auch interessante Sachen wie Steine oder so in den Höhlen. So machen wir die jetzt auf jeden Fall. Es wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich das am Ende der letzten Folge noch hätte machen können und es nur nicht gemacht habe, weil ich dachte, dass sie dauert länger und dann war das so eine Pillepalle. Die war jetzt wirklich nicht, wie soll man sagen, herausfordernd, die Lianasch. Oh, wow. Okay, das war... das muss ich mitnehmen. Das ist irgendein Gegenstand, eventuell für eine Quest oder so. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwas habe, was ich wegtun kann. Zersetzendes Großschwert. Langschwert des Blutbades. Langschwert der Schwermut. Kann man halt verkaufen, aber... Oder halt zerlegen, aber das ist alles nicht so... Das ist echt alles viel schlechter als das, was ich selber gemacht habe. Das finde ich so unglaublich. Und ich bin ja jetzt nicht... Ich habe ja noch nicht mal die besten Materialien genommen, aber es ist wirklich... Ja gut, das braucht alles Zauberkraft und ist auch nicht so besonders. Ja, nehmen wir mal. Zerstören wir mal die. Die. Das. Kann ich den Ball zydern? Ich weiß jetzt nicht, ob ich eben da irgendwie vorgegriffen habe. Womöglich muss ich hier in diese Höhle nochmal rein. Ich habe auch das Gefühl, also diese, ich weiß nicht, das sieht aus wie irgendwie eine Pflanze, als ob man die für irgendeine Quest vielleicht mitnehmen müsste. Hier noch mal lang. Das muss ich ja auch alles noch machen. Oh. Oh, okay. Oh, dass der einen so anspucken kann, wenn er gerade eben in Flammen aufgegangen ist. Die sind wirklich eklig. Also wenn ich so hier die schlimmsten Gegner mir so aufzählen müsste, wären das sicher die Crudogs. Nicht, weil ich sie so, weil sie so super schwer sind, sondern weil sie eher sehr lästig sind und total eklig. Also. Da haben wir sowieso nichts drauf. Ach, wir haben eh schon nichts drauf. Außer einen so anzuspringen. Ja, komm, das lassen wir mal. Ich habe so wenig Platz im Inventar. Okay. Nee, da war der Kuhdog. Das war's schon.
Okay, diese Höhle war jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Das hätte ich auch in der letzten Folge noch machen können, aber das weiß man ja nicht. Ich habe vor allem mit einem deutlich schwierigeren Kampf gegen diese Lea Nash gerechnet. Nach dem, was ich gehört hatte. Ich dachte, die wäre halt so ein kleiner Boss. Also, dass die mit der nicht fertig geworden sind, finde ich schon ein bisschen peinlich. Was ist? Ja? Was? Ach so. Ah, war ja gar nicht zu ihm. Ich habe gespürt, wie Miatras Energie nach Eshara entwichen ist, Sterbliche. Ich bin froh, dass die Angelegenheit ein Ende gefunden hat. Wenigstens ist die Grube jetzt nicht einer größeren Gefahr der Verderbtheit ausgesetzt, als das ohnehin schon der Fall ist. Ich danke euch für euren Beitrag dazu. Nehmt als Bezahlung dieses Schmuckstück. Ich habe es an der Leiche eines der Euren gefunden. Möge es euch auf euren Reisen dienlich sein. Okay. Ja, was denn? Ja, was denn? Nicht mal aus seinen eigenen Beständen die Belohnung zu nehmen, die ich bekomme, finde ich ja schon ein bisschen, ne? Also ich meine, ich habe das hier bei einer Leiche gefunden, kannst du was mit anfangen? So ungefähr wirkte das jetzt. Okay, mal gerade schauen. Habe ich jetzt noch... Das mit den Alpha-Ohrringen war ja eben halt nur... Das muss ich machen. Okay. Der könnte schwerer sein als diese Lea Nash. Andererseits weiß man nicht. Vielleicht ist es auch nicht so schwer. Ich kümmere mich jetzt auf jeden Fall mal um ihn. Den Scharfrichter. Ja? Ich habe auf euch gewartet, Sterbliche. Vorfreude entspricht eigentlich gar nicht meiner Art. Und dennoch stehe ich hier und habe dieses Gefühl. Ich bin gerade erst auf dieser Ebene erwacht. Und schon stoße ich auf Veränderung, auf ungezügeltes Chaos. Wer sind diese Tuata? Was ist mit unserer Grube geschehen? Das Reich des Winters wurde vom Krieg zerstört. Die Magie meines Volkes wird schwächer. Und in meinem Heimatland treiben sich Sterbliche herum. Diese Posse muss ich beenden und damit auch einen Sterblichen nach dem anderen. Er hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass ein Tuata schuld an dieser ganzen Geschichte ist, ne? Okay, wovon redet ihr da? Alle Dinge haben eine Ordnung. Sommer und Winter, Wachstum und Fäulnis. So war es, als ich zuletzt über dieses Land wandelte. Was während meines Schlafes geschehen ist, stellt eine Beleidigung der Natur dar. Die Feind im Niedergang, während ihr Sterblichen offen Krieg gegen sie führt? Unmöglich! Der Hof des Winters ist vernichtet. Wenn diesen Tuata nichts an der natürlichen Ordnung liegt, werde ich sie wiederherstellen. Geht tiefer hinein und werdet in Tinehiel Zeugin des Winters. Okay, ich würde ja mal echt sagen, der Gute sollte seine Prioritäten neu sortieren. Also, hallo? Ich mach mal hier einen Quick Save, nur für den Fall der Fälle. Ich meine, der wäre vielleicht sogar als Verbündeter gar nicht schlecht, weil er ja ganz offensichtlich ein Interesse daran hat, dass die Dinge eine gewisse Ordnung haben. Und so, ne? Aber... dass er nicht verstanden hat, dass die Tuata schuld an diesem Krieg sind und nicht die Sterblichen, ist natürlich auch wieder... Bin mal gespannt, ob ich ihn wieder nur killen muss oder ob ich ihn vielleicht auf unsere Seite bringen kann. Das
ist immer das, was ich auch interessanter fände, wenn man das tun könnte in diesem Spiel. Es läuft zu oft drauf hinaus, töte den und töte diesen und... Das ist ein bisschen schade. Okay. Schon wieder... Okay, hier muss ich runter. Gehe ich doch erstmal da rein. Gehen sie aus Holz. Also. Und die sind da auch sehr verwundbar, wenn man sie mit Feuer irgendwie antitscht. Eindeutig. Okay. Na, was ist hier drin? Also den Heiltrank nehme ich gerne, aber ich habe nicht mal Platz für einen einfachen Heiltrank. Sicher? Ich keine... Ah, ich habe nur 5. Aber das müsste doch stacken auf... 10. Stackt das nicht auf 10? Ich bin irritiert. Hier noch irgendwas? Königliches Amulett. Halskette des sicheren Hafens. Elementresistenz. Auch nicht schlecht. Herzstein. Lebensregeneration pro Sekunde bei niedrigem eigenen Leben. Auch nicht schlecht. Das ist einfach immer noch das Beste. Aber gut. Was war das? Blutungsresistenz. Okay. Ganz nett. Gegenstände? Ach, die Gemme. Plus 20% Rüstung. Das ist natürlich... epische Fassung einer seltenen Oberkörperrüstung einsetzen. Das heißt, da brauchen wir eine... Das ist nichts, was man benutzt, um bei der Herstellung einer Rüstung, sondern das muss eine Rüstung, die einen Sockel hat, sein. Und ich glaube, die können wir nicht selber machen. Oh, wir haben 16 Alpha-Ohrringe. Okay. Ah, hier. Dieser Talisman enthält die widerstreitenden Gefühle von Zydan, dem früheren Prinz der Sorgen. Hält man ihn in der Hand, verströmt er Pflichtgefühl und Selbstablehnung, Unwillen zur Veränderung und die Erkenntnis, was zum Überleben erforderlich ist. Obgleich seine Historie mit dem Haus wohl nie ganz geklärt werden dürfte, wird aus dem Totem doch ersichtlich, dass sein Herz schwer war und er auf Wiedergutmachung hoffte. Es klingt so, es ist so in der Vergangenheitsform. Ich pack mal das Kanarok-Tuch weg. Weiß nicht, kann man die auch zu Plunder hinzufügen? Wahrscheinlich. Nee, ich wollte das nicht aus dem Plunder rausholen. Habe ich jetzt wieder aus dem Plunder rausgeholt. Ich muss mehr Platz machen. Hier, Plunder. So, und dann möchte ich das bitte zerstören. Ja. Meine Herren. Ist doch nicht so schwer. Hm? Okay, wenn ich das jetzt... Jetzt geht's, ohne dass es einen Platz wegnimmt. Ich überlege, ob ich das Langschwert mitnehme. Ich ärgere mich immer so, wenn ich grüne Sachen liegen lassen muss. Aber ich glaube, wir sind so weit, dass ich mittlerweile sagen kann, grüne Sachen sind Plunder. Da ist der Ausgang.
Ah, da hinten. Okay, dann geht's wahrscheinlich doch hier weiter. Vielleicht hätte ich die anderen beiden Quests abgeben und ein bisschen Zeug verkaufen sollen, bevor ich hier reingehe. Bewusst hätte, dass es hier so viel Zeug gibt. Hauptsächlich jetzt nach, boah. Okay, was ist das für eine Halskette? Nein, nicht die Quest. Oh, die ist auch nicht schlecht. Wenn man jemanden überzeugen will. Meistens denke ich nicht dran, irgendwelche Sachen, also Ausrüstungsgegenstände umzuswitchen, wenn ich die einmal anhabe. Und okay, hier gibt es aber gar keinen Weg. Okay. Ich hätte da nur hin runterspringen können. Alles klar, ich verstehe. Dann werde ich jetzt mal ganz in die andere Ecke schwimmen. Okay, schauen wir mal. Bevor ich da reingehe. Überlegen. Ob ich. Na gut, ich habe alles bei. Also selbst wenn er ein bisschen schwieriger sein sollte, der ist. Also, ich glaube nicht, dass der jetzt großartig super schwer sein wird. Ich lasse es erstmal. Ah, meine besonderen Freunde. Ich hasse Elfen. Ich hasse sie wirklich. Ich hole mir mal einen. Wieso geht es nicht? So. Nee, das war falsch. Ich muss mal dran denken. Das LB. Doppelt belegt ist. Einmal für die Sekundär-Magiefähigkeiten und einmal für das Gegenstandsrad. Also das ist. Na, da ist die Elf. Du schießt. Wo wirfst du denn die Chakren hin? Mein Inventar ist voll, aber das ist ein gelbes Item. Das könnte interessant sein. Ach, komm hier. Ja, die zerstören wir mal. Und die auch. Auch wenn das mir wehtut. So, dann gucken wir mal eben, was das für eine Kappe ist. Lunalas Kappe. Über der Leiche ihres ermordeten Gemahls stehend, betete Allen zum Mond und bat um Gerechtigkeit. Unter seiner Leiche entdeckte sie diese verzauberte Rüstung. Die ist ganz nett. Also jetzt so im direkten Vergleich bringt die uns nichts. Aber, also ich meine, die macht 8% Volltrefferschaden. Das macht ja unsere Kappe auch. Und 10% Körperresistenz. Aber das ist natürlich, bringt natürlich nicht so viel im einzeln, also hat halt nur alleine, sagen wir so, einzeln ist diese Kappe nicht so dolle. Ist nicht schlecht, aber ist nicht so dolle. Kombiniert ist sie dann wiederum ziemlich cool. Ja, hier ist auch kein. Ich gucke in die Ecken, weil ich dachte, hier ist vielleicht noch ein Stein aus der Grube. Manchmal sind die ja eben hier. So, okay, nochmal ein Quicksave. Bestimmt noch was zu erzählen haben. Und so trefft ihr denn ein. Dass ihr es unversehrt bis in diese Kammer geschafft habt, gibt mir nur einen weiteren Grund, euch töten zu müssen. Oder vielleicht töte ich euch gar nicht sofort.
Die Stärksten halte ich knapp am Leben, um mit ihrer Energie diesen Ort zu betreiben, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist der Lauf der Dinge? Was will man damit sagen? Ich versuch's mal. Die Welt hat sich verändert, Sterbliche. Ihr habt das sicher schon vernommen, aber ihr könnt es niemals so empfinden wie ich. Der lange Winter wurde durch mein gefallenes Volk ausgelöst. Ach, jetzt weiß das. Und auch wenn sich das eines Tages wieder umkehrt, wird dadurch nichts ungeschehen gemacht. Der Kreislauf wird zerbrechen und es hat bereits begonnen. Ich kann nur hoffen, dass es eine Zeit der Heilung geben wird und dass mein nächstes Erwachen zu einer Wiedergeburt unter diesem Vorzeichen wird. Lebt wohl, Sterbliche. Wie ihn jetzt... Was? Hä? Okay, offenbar haben wir ihn jetzt einfach überredet. Das ist jetzt sehr interessant. Plunder. Die will ich ja zerlegen, deswegen habe ich die ja noch. Okay, alles mitnehmen. Keine Ahnung, wieso ich jetzt wieder nicht die richtige... Okay, ist einfacher, da lang zu gehen. Gut. Ja, weiß ich nicht. Wenn das... Also ihn konnten wir zwar überreden, jetzt nicht anzugreifen, aber der Dialog, der dahin führte, war nicht sehr überzeugend, fand ich. Das fand ich jetzt wieder ein bisschen schade. Haben ihn jetzt überredet, aber der Satz, mit dem er überredet wurde, das fand ich jetzt... Das ist der Lauf der Dinge, ja, aber was wollte sie damit sagen? Ich hätte es cool gefunden, ihn wirklich auf unsere Seite zu holen, als Verbündeten. Das wäre spannend gewesen, denn da wäre er vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen. Also, ne, so als... jemand, als ein Feige, der auf unserer Seite gegen die Tuata kämpft. Das wäre ja nett gewesen, wenn er so gut kämpft. Aber... leider wieder eine etwas verschenkte Möglichkeit von diesem Spiel. Manchmal frage ich mich, ob ich zu viel erwarte bei den Spielen. Ich meine, das kriegen auch modernere Spiele oft nicht hin, solche... Also gerade so Entscheidungen zu treffen. Die ein bisschen in Grauzonen liegen oder so. Das ist was, was die meisten Spiele ja nicht hinbekommen. Ach, schon wieder eine leere Asche. Warum ist sie so nah an dem Lager? Hm? Was willst du hier? Haben wir den schon? Mein Inventar ist voll, deswegen kann ich den nicht mitnehmen, obwohl eigentlich Platz wäre. Da hinten ist noch ein Stein. Schwarzer, schwarzer Galgenbaum, verbreitest dunkle Tyrannei. Den Frieden schlug der Krieg entzwei. Nicht mehr heilig ist der Raum. Okay, ich wollte einmal gucken... mal einmal, wo die Grube ist. Ich wüsste das gerne. Da. Was gibt es? Plus 6% Blutungsschaden. Genuss der Gram. Nice.
Ja, wir geben jetzt einfach mal ein paar Ohrringe ab und ich habe das Gefühl, wir werden hier noch ein bisschen drin rumlaufen in dem Gebiet, dann... Ich spüre es. Ja, ja, ja. Ich muss erst Ohrringe loswerden, bevor ich mit dir reden kann, falls du mir irgendwas geben willst. Komm hier, Krieger. Steh mal auf. Ihr seid zurückgekehrt. Konntet ihr einige Ohrringe von den Leichnamen unserer Gefallenen bergen? Ihre Zahl muss erfasst werden. Ja, ich habe einige gefunden. Nun gut. Lasst mich euch für eure Hilfe bezahlen. Falls ihr die Zeit findet, nach weiteren zu suchen, ist mir eure Hilfe stets willkommen. Mitaru dankt euch. Ja, okay, das ist Mögen einfach nur... Mögen die Götter mit euch sein. Okay. Das ist einfach... Kriege ich jetzt für jeden... okay. Wenn ich jetzt für jeden das kriege... Ich hatte 16. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Den Göttern sei Dank, dass ihr die Informationen bergen konntet, die Venris bei sich trug. Ach Mist, ich wollte hier eigentlich in die falschen angucken. Hände gefallen. Nicht auszudenken. Als die Tuatha Venris hier hineinwarfen, fürchtete ich schon, alles sei verloren. Doch dank euch und diesem Wolf werden die Armeen nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Venris. Nehmt dies. Es ist nicht viel, doch mehr können wir nicht bieten. Dies und unseren Dank. Ja, bitte gerne. Okay, was steht in Venris Bericht? Danke, dass ihr uns diese Informationen beschafft habt. Es ist nicht viel, aber wir müssen sicherstellen, dass wir uns von den Tuatha fernhalten. Und dafür ist jegliche Information hilfreich. Ja, was stand drin? Lebt wohl. Gut, dann, ja. Es. Dann ist es also vorbei. Der Scharfrichter wird unser Lager nicht länger heimsuchen. Nein. Ich hasse diesen Ort. Er hat eine Seele zu der Überzeugung gebracht, es bedeutet Gerechtigkeit, uns zu töten. Und was er mit den Gefangenen gemacht hat. Aber jetzt ist es vorbei. Wir können euch nicht viel anbieten. Oder besser, nicht viel erübrigen. Aber bitte nehmt an, was wir euch als Belohnung geben können. Habt vielen Dank, Fremde. Ja. Auf Wiedersehen. Okay, gut, sie hat uns Geld gegeben, was nicht so schlimm ist. Ach, ich dachte gerade, wir können noch mal mit dem Wolf interagieren, aber können wir nicht. Schade, schade, schade. Ja, das ist nur die wiederholbare Ohrring-Quest. Ich würde mal sagen... Ja, das steht als nächstes an. Aber... Ich werde mal eben dahin porten. Ich muss dringend Sachen verkaufen. Ich hätte natürlich auch woanders hingehen können, aber... Ich will gar nicht sprechen. Ich will. Ich grüße euch. Ja, ich euch auch. Ich will Dinge zerlegen und verkaufen und. Ging das hier nicht? Das ging hier gar nicht, ne? Das ging hier gar nicht. Das war. Ich bin hier. Ja. Hier waren. Lehrer, den ich nicht mehr nutzen konnte. Also die... Von der konnte ich nichts mehr lernen, glaube ich. Ne? Ich höre euch zu. Unterhalten wir uns. Nee. Okay, dann muss ich nach Dingens zurück. Nach, da ist die Krypta, ja. Hier nach Melzenschie, da kann ich Dinge. Ja, okay, dann mache ich das jetzt mal. Ich will eigentlich in erster Linie verkaufen. Melzenschie ist ein neuer... Ich habe jede Menge Waren, wenn ihr jede Menge Münzen ja, ja, ja. habt. Natürlich habe ich jede Menge. Ich habe immer jede Menge. So, ich habe nur gerade keinen Plunder, sondern habe das alles hier im... Gucken wir mal, ja, die sind einfach nicht so gut. Schwert brauchen wir nicht. Kaufen
wir alles. Die will ich zerlegen. Ja, die könnten wir nochmal aufbewahren, aber ich denke dann mal, wir kriegen die wieder nicht zusammen, die Sachen aus dem Set. Und zerlegen kann ich das nicht. Also werde ich das jetzt verkaufen. So leid es mir tut, dass ich das echt nur verkaufen kann. Weg damit. Das mit der Magieintelligenz, das lohnt sich für uns nicht so. Wir brauchen nicht so ganz so viel Mana. Ja, ich verkaufe jetzt einfach. Wir haben genug Tränke. Kommt bald wieder. Und ja. Okay. Ich glaube, das nächste, was wir dann machen, ist dann zu dieser Krypta so zu gehen. Da ist der Weg hier durch dann tatsächlich am kürzesten. Man könnte zwar von der... Waren wir da? Höhle der sieben Witwen? Ja, waren wir offenbar. Aber es ist jetzt kein großer Wegunterschied, ob wir von da, von Melzenshi aus oder von diesem Punkt aus dahin gehen. Weil erreicht habe ich sie ja noch nicht. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.